Guck, was der Adi für Sachen anhat. Das, egal, wenn er jetzt gleich von der Arbeit. Guck mal. Guck mal wieder. Yeah! Geil! Yeah! Arbeiten! Darin Let's Play. Hey Leute und willkommen zurück zum Sims 4 Let's Play. Diesmal dürfte auch wieder aufgefallen sein, dass einiges sich hier verändert hat in dieser Episode und so wird das ab jetzt auch bleiben. Also, wenn alles nach Plan läuft und irgendwie ist das gerade voll laut auf meinen Ohren, ich kriege hier gerade Tinnitus. Ja, wir sind wieder zurück in die Sims. Ich war eigentlich kurzzeitig zu überlegen, das Sims 4 Let's Play kurzzeitig zu pausieren, weil jetzt auch eigentlich im Prinzip morgen, wenn diese Episode released wird, ein ultra geiles Spiel auf den Markt kommt, auf das ich mich schon ein ganzes Jahr im Prinzip warte und das ist The Evil Within. Einfach krass. Also das ist ja so vom Resident Evil Macher und für Horrorleute, also Leute, die Horror mögen, eigentlich ideal. Also das Spiel ist ideal. Und da freue ich mich schon drauf und das werde ich auf jeden Fall Let's Playen. Das könnt ihr bei mir dann auch angucken und jetzt ist genug Werbung gemacht. Jetzt sind wir ja hier in die Sims wieder und der Uwe ist auf der Arbeit und guckt ein bisschen traurig, obwohl er seinen Lidschatten hat. Ja, wir sind wieder im Berufezwang. Wir sind noch immer dabei, unsere ganzen werten Sim-Kollegen hier so hoch wie möglich in der Karriereleiter zu bringen. Und ich muss mal eben gucken. Okay, die Cici ist gut dabei. Ah, genau, die Pushia, die muss ja hier noch ihre Mixfähigkeit steigern. Und der Adi, der ist mal wieder, der ist kokett. Das gibt gar, macht gar keinen Sinn. Egal, der Adi, der muss auch noch seine Schellenfähigkeit erweitern. Das heißt, der geht am besten mal so ein bisschen in Foren. Wo ging das nochmal? Kontakte knüpfen, ne? In Foren provozieren. Fitness müssen wir auch noch machen. Und du liest dein geiles Buch weiter, das du eventuell noch im Inventar drin hast. Aber nein, natürlich nicht. Nein, nicht etwas lesen. Gezielt lesen. Etwas lesen. Wer geht denn einfach so zum Bücherschrank, nimmt sich irgendein Buch so? Ich nehme das. Oh, cool. Kenne ich noch nicht. Lese ich jetzt. Macht doch kein Mensch. Wo ist es denn? Mixen 2, da war die noch zu blöd für. Haben wir Mixen 1 überhaupt hier drin? Oder wo hat die das schon wieder hingelegt? Nö, haben wir nicht. Wo? Hat die Cici das in der Hand? Hattest du das jetzt gerade? Die hat tatsächlich, Cici hatte Mixen 1 in der Hand. Hast du keinen Bock mehr auf deine Comedy-Karriere, Cici? Nein, die mag ich nicht. Die ist so. Die mag ich nicht. Ich bin ja nur. Nee, die ist. Was ist die eigentlich? Ich vergesse das immer wieder. Ah ja, die Gitarre, warte mal. Die können wir jetzt wieder hier platzieren. Vielleicht auch ein bisschen drehen. So im. So. Gut, und wieso hat die irgend. Ach so, das Essen ist noch haltbar, was die hat. Okay, aber den Orangensaft, den kannst du eigentlich wegräumen. Und hast du gerade Hunger? Nee. Ja, dann. Ja, platzier das mal hier in der Welt, bevor das irgendwie. Hör, jetzt ist es leer? Essen. Was soll die denn da essen? Guck dir das mal an. Dann will ich sehen, wie die das isst. Das ist die neue Diät. Da ist nichts drauf. Das sind so Einbildungen. So, oh, ich esse jetzt Macaroni mit Käse. Sehr, sehr lecker. Und ist gar nichts drauf. Na, guck mal, unsere neue Anlage ist auch Mittelpunkt von alles und jedem, ne? Wir machen wieder die Gruselmusik an, wenn es sie noch gibt. Und das ist voll laut hier. Osel. Oh mein Gott. Guck mal, wie der Adi zu dem Todeslied tanzt. Das Lied kenne ich von damals. Allerdings, das wurde jeden Tag hier im Loop-Modus gespielt, im Loop-Modus. Dauerwiederholung. So war das damals. Vor allem 1945 rum, aber da auf unserer Seite. Früher war das bei den anderen. Dann war es jetzt auch schon wieder genug für den Adi für die Episode. Komm hier noch in Teufelsküche, ey. Wow, Cici! Nette Moves. Die tanzen noch fast gleich, nur dass Adi dabei nicht in die Hocke geht. Wobei doch, macht er auch. Egal, Partnertanz. Perfekt. Angespannt, sie hat mit Adi getanzt, ja, wäre ich auch. Oh, die hat fast die Fähigkeit und warum bist du nicht im Forum mal provozieren? Das habe ich dir doch gesagt, du Verrückter.
Mach das. Und die Sisi? Yeah, Uwe, befördert, geil. Was ist er denn jetzt? Entwicklungschef. Uwe wurde befördert und ist jetzt Entwicklungschef. Er verdient 5 Simlon mehr, was 78 entspricht. Der ist so reich, der Kerl. Er hat zudem folgenden Bonus erhalten. 874 Simlon und Erfinderpreis für herausragende Beiträge zur Wissenschaft. Mwah. Da du jetzt Entwicklungschef bist, ich meine Chef, oh, das geht noch weiter. 2 Freiberuflerjobs abschließen. Wie geht denn sowas? Klicke auf einen Computer, wähle in der Kategorie Programmieren die Interaktion als Freiberufler beginnen. Sims können diese Interaktion freischalten, indem sie die Programmierfähigkeit verbessern. Okay. Aber der geht jetzt erstmal pennen. Ja, sein gerechter Schlaf. Aber wir gucken jetzt mal kurz ins Inventar, was wir da bekommen haben. Bestimmt irgendwie so eine Urkunde, die wir irgendwo an der Wand klatschen können. Boah, geil. Ja, noch besser wie eine Urkunde, eine Skulptur. Fett. Die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft erkennt die technische... dein technisches Können an. Platziere dies gut sichtbar, falls jemand noch nicht davon gehört hat. Du kennst es nicht? Verrückt, geh aus meinem Haus. Wo können wir die denn hinstellen? In der Küche ist scheiße. Im Badezimmer ist... Wir haben keinen Platz für die Trophäe. Wir brauchen so ein Trophäenregal, ey. Hier. Im Schlafzimmer. Ist ja egal. Erstmal da auf dem Nachtschränkchen. Boah, guck dir das an. Das ist so ein Atom mit 3 Elektronen oder 3 Protonen oder ein Elektron, ein Proton. Proton. Nicht Proton. Proton. Und Neutron. Dann haben wir von jedem einen. Keine Ahnung, was das für ein Element wäre. Ich bin in Chemie der schlechteste Mensch der Welt. Wobei, ich weiß, dass es Elektron, Neutron und Proton gibt. Von daher, so schlecht kann ich ja gar nicht sein. Das ist, wenn man im Abi nie Chemie gemacht hat, weil es gar nicht angeboten wurde auf der SIF-Schule. Entschuldigung für die Schule. Ich sag jetzt nicht den Namen. Kein Chemie in der Schule, ey. Ich bin ja jemand, der eigentlich sehr gerne naturwissenschaftliche Fächer belegt hätte. Aber konnte ich nicht. Ich musste Religion nehmen, ich musste Geschichte nehmen, ja. Mehr sag ich dazu gar nicht. Gezwungen. Genauso wie Spanisch, wusste auch so gezwungen. Du hattest die Wahl zwischen den Korallenfickern bzw. den Tacofressern. Was nimmst du da? Ja. Ich hab die Tacofresser genommen. Was? Schon wieder? Was ist denn? Ah, wir kaufen uns jetzt einen neuen Kühlschrank, bevor die Pushy da dran geht und stirbt. Wir haben ja noch immer den Standardkühlschrank, habe ich mich so gerade erinnert. Und wir kaufen uns einfach mal Frischofix Ultra Toll mit Deluxe Gemüsefach. Geil. Den nehmen wir, der ist arschteuer. Gibt's den auch in Black? Geil. Aber Pushy, ja, du musst da... Musst du da weggehen? Ah, nee. Da, jetzt haben wir einen ordentlichen Kühlschrank. Der sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Ein Retro-Kühlschrank. Dafür haben wir noch kein Geld. Für den hier, für den Schmappel-Kühlschrank. 14.000! Alter! Kochfähigkeit plus, was macht denn unserer? Achso, der ist unkaputtbar. Ja, nee, so viel Geld wollen wir dafür gar nicht ausgeben. Da, guck mal, jetzt ist Pushy ja verwirrt. Warum ist denn jetzt neuer Kühlschrank auf einmal hier? Grad war doch anderer da. Mich verwirrt. Und jetzt steht die da und überlegt, was die machen wollte. Was wollte ich denn machen? Ich glaub, kochen. Da machen wir was für alle. Dein neuestes Rezept. Machst du nochmal Spaghetti. Hoffentlich fackelt diesmal nicht dein Haus ab und die selber auch nicht. Das ist ja schon mal geschehen alles hier. Das ist ja schon alles... Geile Musik wieder. So, Pushia, du hast, denke ich mal, deine Mixfähigkeit so weit gesteigert, dass du jetzt für den Beruf bereit bist. Noch immer nicht! Der Adi, was macht der da? Der soll auch in Foren provozieren. Macht der aber, glaube ich, nicht. Was macht der denn da gerade? Im Internet surfen. Bestellen. Nein, du sollst jetzt bestellen, du sollst Kontakte knüpfen und in Foren provozieren. Ich will deine Leiste sehen. Wie weit ist die Leiste? Hör auf, da zu chatten. Du hast keine Freunde. Ey, guck dir mal an, wie lange das noch dauert. Das spulen wir mal ein bisschen vor. Adi Lützkendorf. Eine Stunde zur Arbeit. Okay, dann hören wir mal doch lieber auf damit. Ich bin hier gerade verwirrt. Wo muss ich denn hier hinklicken? Ja, denen geht's eigentlich gut. Der nimmt vielleicht noch eine energiegeladene Dusche. Oder erfrischend. Wie war das? Genau, erfrischend. Dann kann er zur Arbeit gehen. Was ja ein geiler Kühlschrank und da ist dreckig. Na, hier ist dreckig. Mach das mal einer weg. Ich bin doch hier nicht der Putzmann für alle. Doch, Uwe, das bist du leider.
Du bist es leider. Die Pushy amüsiert sich. Da ist viel zu viel Amusement hier in der Küche. Mach mal da sauber. So, die Stunde ist noch nicht um. So, die Pushy, die geht jetzt nochmal lesen. Die checkt es ja nicht, dass die... Die checkt es ja nicht, dass die hier dann ihre... Seine. ihre Mixfähigkeit mal auf Vordermann bringen soll. Im Sauseschritt das Ganze hier. Schneller wischen da. Mop, 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 weg. Ey, perfekte Qualität, die Spaghetti. Das ist ja mal geil. Wieso macht er sich sein eigenes Essen? Hat die ganze Familiengröße gegessen, die Pushia? Boah, ich hatte eine Verfressene. Okay, Uwe hat einen ausgezeichneten Eier und Toast gemacht. Boah, ich kriege jetzt schon wieder Hunger. Oh. Lecker Eier auf Toast, ey. Komm schon, Pushia, das ist doch schon am Anschlag. Jawoll! Pushia, du bist die Heldin der Woche. Nicht des Tages, der Woche. Du wirst jetzt sowas von befördert und dann bist du nicht mehr Jungköchin, dann bist du Chefköchin oder so. Ah, und der Uwe, der ist ja wach. Das fällt mir mal so gerade auf. Also so, jetzt ist es mir erstmal bewusst geworden, dass der wach ist wie ein Champion pieseln. Nee, du musst nicht pieseln. Du musst duschen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was du so Dreckiges gerade getan hast. Keine Ahnung. Aber wir sollten jetzt für dich deine Programmierfähigkeit erweitern, verbessern, wie auch immer. Indem du zwei freiberufliche Jobs mit Z2 abschließt und dann programmieren. Freiberufliche Arbeit beginnen. Zwei Stück. Währenddessen müsste eigentlich auch die Programmierfähigkeit gleich mitgesteigert werden, hoffe ich einfach mal. Und dann ist alles perfekt, dann ist hier ein... Was weiß ich. Sisi könnte befördert werden, die hatte glaube ich alles voll, ne? Adi... Guck mal, was der Adi für Sachen anhat, das, egal, wenn er jetzt gleich von der Arbeit... Guck mal! Guck mal wieder. Yeah! Geil! Yeah! Arbeiten! Das müssen wir uns gleich angucken. Da mache ich am besten einen Screenshot von. Das ist doch eine verrückte Frau, ne? Du hast ein Bett, du Verrückte. Die hat das geilste Bett der Menschheitsgeschichte. Also nicht das geilste, aber schon oberen Ende. Berufszweig für Sisi. Oh. Das kommt ja jetzt zum ersten Mal in den Screen. Den kenne ich ja noch gar nicht. Musiktalente sollen ihre Gabe teilen. Kitzel die Tasten und liebkose die Saiten. Und deine ergebenen Fans werden sich in jeder Melodie verlieben. Zu den Belohnungen gehört die Fähigkeit, durch die eigene Musik inspiriert zu werden. Musikerin, ja. Eigentlich ja, Komikerin wollen wir nicht werden. Wird auch gleich viel bezahlt, die Arbeitsstunden sind auch gleich. Deshalb werden wir die junge Jammerin. 900 verdient und sie wird befördert. Das ist eine Verschwörung. Die Grashalme in unserer Stadt können unmöglich von selbst alle genau dieselbe Breite haben. Hilf mir eine... Website einzurichten, um die Wahrheit herauszufinden. Ich kann dich mit Grillkäse bezahlen, okay. Nein, die Wahrheit muss ans Licht und zwar um jeden Preis. Was wollen die von mir? Wieso steht das da auf einmal? Auf jeden Fall jetzt das Wichtige. Sisi wurde befördert zur Jingle-Jammerin. Sie verdient 13 mehr, was 67 entspricht. Das heißt, sie ist jetzt fast genauso gut wie Uwe. Ich glaube, ein Zimlon schlechter. Oh. Zudem hat sie 900 erlangt und eine einzelne eine Rose. Das als Beförderung, die wollen mich doch trollen, wollen die mich hier. Komm, die Rose, die stellen wir irgendwo hin. Oh, 190 Simlon ist die Belohnung wert. Das ist aber eine Beförderung. Eine einzelne Rose, die zur Verschönerung des Zimmers gemütlich in einer bauchigen Vase. Was ist eine bauchige Vase? Eine bauchigen Vase sitzt. Okay. Wir haben eine bauchige Vase, die stellen wir jetzt irgendwo hin, wo... Hier. Alles im Schlafzimmer erstmal platzieren. Was braucht die denn jetzt? Da sie Musikerin ist, müsste sie jetzt eigentlich... Klavier. Oh, okay. Verdammt, wir brauchen Klavier. Klaviere sind A, arschteuer. B, riesengroß. C, haben wir keinen Platz. Das hat nicht mehr zum Klavier gepasst. C, wobei indirekt schon. Pusti, ja, ich mache hier meinen geilen Freiberuf. Ich verdiene da eine goldene Nase mit. Ich mache jetzt so ein Programm für Google. Die kaufen mir das dann ab und dann bin ich Milliardär hier, wie. Oder Mark Zuckerberg kauft mir das ab oder wer auch immer. Ist doch scheißegal. Irgendeiner mit Geld kauft das schon ab. Und was programmiere ich mir hier? Das Geheimnis. Psst,
Geheimnis. Das verrate ich nicht. Denn sonst programmiert das irgendeiner schneller nach. Das wäre ja doof. Ich will, dass der Adi nach Hause kommt. 10 Stunden bis zur Arbeit. Okay, Uwe, du solltest damit aufhören und schlafen gehen, weil sonst gibt das hier Ärger. Oh. Oh, das ist schon wieder... Gefällt mir eigentlich. Ziemlich gut sogar. Hat schon wieder was von der Pink-Stimme so ein bisschen. Mal, war das früher auch so, dass die Musik mitbeschleunigt wurde? Finde ich eigentlich doof. Sisi, ja, ja, jetzt kommt wieder Entengang von Sisi. Nee, kein... Ah doch, so ein bisschen Entengang. Nicht ganz so stark wie sonst. Aber Entengang. Und hier läuft immer die Musik, die schlafen mit der Musik ein. Wir können ja Sisi hier im Spiegel bespannen. Da sehen wir sie. Hier sehen wir nur ihre komische dieses komische Sim-Symbol. Was ist das? Was ist das für ein Eck? Neuneck? Nein, Neuneck geht gar nicht. Muss ja gerade Zahl sein. Oder? Muss das eine gerade Zahl sein? Überlegen. Ja, muss. Wird auf jeden Fall mal 2 gerechnet, weil die Ecken von oben unten ja auch dargestellt sind. So. Was essen? Das tut ja jetzt gut. Essen. Warum musst du arbeiten, Kollegin? 13 Stunden. Mal gucken, ob ich hier... Ja, vielleicht können wir hier in die komische Garage, in den komischen Raum Klavier reinstellen. Das bin ich mir aber nicht so sicher. Klavier. Klavier in Kreativ. 1400. Ja, gut. Gibt's das auch in einer anderen Farbe? So ein Weiß, das hat doch... Alter, ist das fett, ey. Ja, das passt. Das sieht nicht schön aus. Ne, wir wollen ja die Frösche nicht da... Wieso kann ich das hier hinstellen, aber nicht hier? Oh, ich glaube, da ist ein Fenster drin. Mach mal weg, da machen wir die... Ah, ne, das Licht, okay. Die Fenster hatte ich dann schon mal irgendwann rausgenommen. Was ist denn hier mit meiner Nase schon wieder los? Immer die Nasen. Geil, guck dir das an. Wir haben fettes Klavier. Boah, ich liebe Klavier. Ich habe selbst schon mal... Also nicht Klavier gespielt, aber... Aber Keyboard. Der Adi. Pause-Modus. Da kommt der fleißige Mann nach Hause mit seinem komischen Hut. Er war fleißig. Er hat verdient. Wo steht der Text? Wie viel hat... ach, scheißegal. Er hat was verdient. Denn er ist ja jetzt... kleiner Verbrecherkönig. Verbrecherkönig. So, dann können wir direkt mal hier, bevor du bist ja nicht müde, du bist ja gar nichts, dann machen wir jetzt mal deine Fitnessfähigkeit weiter. Hier, schlagen üben. Ja, okay. Dank ihrer neuen Klavierfähigkeiten kann Sisi am Klavier üben mit höherem Level, werden neue Optionen freigeschaltet. Jetzt haben wir im Vordergrund diese liebliche Klaviermusik. Und im Hintergrund sehen wir Adi, wie er da den Sandsack verkloppt. Zu dieser lieblichen Musik, die noch schrecklich ist. Noch kann man daraus kein Lied zusammensetzen. Aber sie ist ja gerade am Anfang. Das wird noch... Wir hätten uns gar kein Klavier kaufen müssen, fällt mir mal gerade ein. Man kann ja Bücher kaufen. Dahin denke ich auch immer im Nachhinein. Freund mit Enrico? Wer ist denn Enrico? Hau ab, du! Enrico. Verrückte. Verrückte Frau. So, was ist denn hier mit Uwe? Nicht, dass der verpennt. Ah, 7 Stunden noch. Das reicht. Aber mit den komischen Buschen bedient ihr da unten die Pedale. Was ist das? Ich versuche hier gerade Händchen klein zu spielen, aber das ist gar nicht so schwer. Da machen wir mal das nächste. Die Händchen klein ist schlecht. Da machen wir mal alle meine Entchen. Das kann ja eigentlich jeder. Alle meine? Nee. Alle meine? Nee. Alle meine? Entchen? Ja, was kommt danach? Ich habe das schon lange nicht mehr gesungen. Alle meine Entchen? Muss ich mal eben... mit meinem Smartphone im Internet gucken. Ah, alle meine Entchen schwimmen auf den See. So war das. Ich dachte, schwimmen auf dem Fluss oder so. Oder schwimmen auf dem Meer. Wieso? Ich hab Hallus, glaube ich. Oh, oh, Entengang. Entengang in Anmarsch. Ach nein, ich muss aufs Klo. Seid ihr verrückt? Wie könnt ihr das denn zulassen, dass ich so lange schlafe? Ade. Du sollst nicht an irgendwelche Partys denken oder so.
Wiener Mitzel? Wiener Schnitzel? Was labert die da? Ich glaube, die hat schon wieder Hunger auf einen Wiener Schnitzel. Das hat die gesagt, die hat immer Hunger. Die Frau hat die irgendwie Essen im Inventar. Kann ja sein, dass die immer irgendwie was dabei hat. Dann gehst du mal hier aufräumen und dann machst du dir was zu essen und dann sind wir hier auch. Aber diesmal einfach mal hier Fischtacos, ist doch lecker. Wir müssen mal wieder angeln gehen. Das war eine geile Erfahrung, das Angeln gehen, fand ich. Das können wir mal wieder machen. Gute Idee. Und das war's auch schon wieder für diese Aufnahme. Wir wurden fettkrass befördert. Wir konnten zum ersten Mal mit unserer CC uns entscheiden, welchen Berufszweig wir eingehen. Und wir haben uns für die Musikkarriere entschieden, was ich am Anfang gesagt habe. CC war ja geplant, dass die irgendwie so eine fettkrasse Rapperin wird. Doch im Moment ist mehr so die Klavierschiene angesagt. Aber das kann sich ja noch alles weiterentwickeln. Und dann gucken wir mal, wie sich das demnächst weiterentwickelt, wann dann die nächsten Leute sich entscheiden können, welchen Zweig die eingehen wollen. Das war ja ziemlich interessant. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!